Kreativität. Und ich finde insbesondere Ihre Bundeskampagne klasse. Aber wenn ich mir das so ein bisschen angehört habe, bitte verfallen Sie nicht dem Irrtum, das seien alles Charaktermasken, die da kommunizieren. Das sind Menschen, die, von denen gibt es genauso viele faule, ehrliche, blöde, dumme und intelligente wie bei Ihnen. Wenn die Kampagne einen Erfolg haben soll, und das wünsche ich mir wirklich, weil ich bin, wie gesagt, seit Mitte der 60er Jahre auf diesem Trip, dann sind Sie so gut, nehmen Sie die Leute ernst. Und ich will noch einen zweiten Punkt hinzufügen. Das Tückische bei der Frage der Volksgesetzgebung, wenn Sie mit Kandidaten oder mit Abgeordneten reden, ist, Sie müssen denen die Angst wegnehmen, dass sie weniger zu sagen hätten. Das ist ein Punkt, den muss man einfach sehen. Ich meine, an dem, was ich so im Echo gestern Abend und heute gehört habe, ist ja richtig, dass die einzelnen Abgeordneten dann, wenn sie keine von sich aus unabhängigen Menschen sind, die im Sinne von Johannes eine Sachbestimmung haben, ich würde sagen einen menschenrechtlichen Bezug, dann haben sie im Einzelnen immer weniger zu sagen und sind abhängig von den Parteien. Das prägt die Menschen. Und sie müssen mit denen besprechen, warum das auch ihre eigene Stellung gegenüber einer möglicherweise starken Organisation stärkt, wenn es eine Form von Volksgesetzgebung gibt. Weil es ihnen, gerade so wie sie es ausgeführt haben, weil sie es zur Ergänzung, ich würde auch sagen zur Korrektur des parlamentarischen repräsentativen Systems haben wollen, da können die sich dann drauf berufen und sagen, hier gibt es aber erhebliche Widerstände und das brauchen wir. Das heißt, das, wenn Sie es ernst nehmen wollen, tun Sie es ruhig. Man hat ja so nach ziemlich langer Zeit im Bundestag so seine Erfahrung. Und bitte, wenn Sie die Leute einladen, Sie werden sehen, die kommen sehr gern. Übrigens für den Fall, dass Sie das nicht sollten, wenn also das, was Sie, Herr Beck, gesagt haben, dass die vor der Wahl, aber hinter der Wahl nicht mehr, das ist auch vorbei. Wissen Sie warum? Weil es heute das Internet gibt und da kann man eine Einladung Internet öffentlich machen und man kann auch sagen, der oder die sind nicht gekommen. Das erzieht die Leute ungeheuer. Ich sage das nur deswegen, weil ich glaube, dass der Dialog zwischen NGOs und einer so wichtigen Kreativen wie ihrer und den Bundestagsentscheidern, der sollte auf eine Grundlage gestellt werden, die die Sache voranbringt. Und von daher gesehen war mir das jetzt wichtig. Ansonsten habe ich mich natürlich gestern sehr gefreut, weil Sie wissen, ich bin eine schwäbische Protestantin, da kriegt man eine Menge mit an Verantwortungsbewusstsein, aber auch an Selbstbewusstsein. Da bekommt man auch eine Menge an Wertebezug mit, da diskutiert man auch sehr gerne mit den Eltern, auch Frauen, was zu der Zeit, als ich aufgewachsen bin, noch nicht die Regel war. Und da hat man aber natürlich dann auch die Tendenz, wenn man Juristin wird, in den juristischen Bereich reinzugehen. Das heißt, mehr Normen zu sehen, mehr Werte, die sich in Normen darstellen, zu sehen und mehr Strukturen. Dass man wie der Johannes ganz anders rangehen kann, das fand ich wieder mal faszinierend. Ich hatte ihn schon in Bochum ja erlebt, das hat mir ungeheuer gefallen und mir sehr viel gegeben. Ich muss sagen, den Freiheitsbegriff, um den es ja zentral geht, in dem auch jetzt, was wir jetzt besprechen, so ganz unterschiedlich anzugehen, das ist einfach toll. Also auch dafür vielen Dank und Ihnen allen ist der Bezug zwischen Macht und Ohnmacht wahrscheinlich bewusst. Das kann man relativ schnell als These 1 bringen. Wenn wenige totale Macht haben und die anderen keine, dann ist die Ohnmacht am größten. Das kann man sozusagen auf eine Linie ziehen. Und auf der anderen Seite kann man mit dem Bereich oder mit dem Begriff der Vollmacht den Bereich Selbstbestimmung sehr gut reinbringen. Das heißt, Vollmacht, auch da kommt die Juristin wieder durch, ist ja also ein zivilrechtliches Instrument. Das heißt, wenn ich eine Vollmacht habe, dann gehe ich zunächst schon mal, oder eine gebe, dann gehe ich zunächst schon mal davon aus, dass ich die Selbstbestimmung, also die volle Macht habe. Und von der gebe ich aus einem bestimmten Grund an eine Person meines Vertrauens einen Teil ab. Und das kann ich extrem flexibel gestalten. Ich kann das für einen kleinen Teil tun und ich kann das umfassend tun.
Ich kann das für kurze Zeit tun, ich kann es auf Dauer tun. Ich kann es so gestalten, dass ich etwas jederzeit zurückrufen kann und korrigieren kann. Und ich kann es so gestalten, dass das sozusagen unwiderruflich ist. Diese Form der Vollmacht, jetzt mal in den Bereich der politischen Macht und der Ohnmacht einzubringen, das ist das eigentlich Faszinierende. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, aber ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt reicht, mit Ihnen mal zu besprechen, welches ist denn aus Ihrem Lebensalltag eine Situation, in der Sie oder die Sie, es muss nicht in Bezug auf Ihre Person sein, sondern auch auf andere, die Sie als eine Ohnmachtssituation darstellen. Gibt es denn, bitteschön? Ja, als Bürger, als Rechtsanwalt oder auch als Geschädigter von diesen Finanzdienstleistungen spürt man eine relative Ohnmacht, wenn man Instanz für Instanz den Prozess verliert. Und da war auch ein Bericht im Report oder Panorama, dass eben, der hatte so die Überschrift David gegen Goliath, ist klar, wer David und wer Goliath ist, Goliath eben die Banken, die Finanzdienstleister, und Instanz für Instanz gehen die Prozesse verloren. Ja, was macht man? Das ist das letzte Mittel, das man ergreifen kann, und die Schleuder funktioniert jedenfalls in dem Verhältnis nicht. De facto gelenklich funktioniert sie sogar. Und David hat am Schluss auch gewonnen. Aber in dem Verhältnis funktioniert es nicht, wenn sie in der letzten Instanz sind und keine Möglichkeit mehr haben dann. Vorsicht, also der Punkt ist ja, das Interessante an der Sache ist ja in der Tat, dass bei den Lehman Brothers der BGH und einige über Landesgerichte umgeschwenkt sind. Aber ich verstehe, was Sie meinen. Das heißt, wenn der einzelne Bürger dann, wenn ganz offensichtlich Gaunereien oder große Wirtschaftsinteressen im Spiel sind, muss er sich durchsetzen und durchbeißen, und manchmal kann er das gar nicht. Das ist eine typische Ohnmachts- und Frustsituation. Ich meine, de facto ist es natürlich, ohne dass wir jetzt da reingehen sollten, hat es natürlich auch viel mit einer bestrittenen Risikobereitschaft der Anleger zu tun. Aber im Prinzip haben Sie völlig recht. Jetzt haben wir Schule, wir haben solche Situationen gegenüber großen Wirtschaftsverbänden. Bitte schön. Ich möchte immer noch viel allgemeiner deklarieren. Und zwar grundsätzlich in einem kleinen Dorf in der Höhe Schleswig-Holstein, die gewählten Gemeindevertreter, die reden grundsätzlich nicht mit Bürgern. Man kommt an die nicht dran. Die sind doch wer macht das? Die Gemeindevertretung, die Personen. Man kommt an die grundsätzlich nicht dran. Man bittet um Gespräche. Ach ja, habe ich vergessen. Es gibt bei uns praktisch keine Chance, zwischen den Wahlen mit den Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und das ist seit Jahrzehnten schon so. Man redet im Mund für sich. Also die prinzipielle, wie sagen wir zu Hause, ach, die haben Angst vor den Bürgern. Die prinzipielle Unfähigkeit oder Nichtbereitschaft, mit den Wahlvolk sozusagen Kontakt aufzunehmen. Und wenn dann eine Wahl stattgefunden hat, gegen deren Vorschlag, dann heißt es indirekt, ach, der Bürger hat falsch gewählt. Ja, also generelle Ohnmacht. Ich finde, da müssen Sie jetzt dringend was dagegen tun. Und zwar einfach deswegen, es gibt heute die Möglichkeit, die Leute mit seriösen Terminen, ihnen schriftlich eine Frist zu setzen, das ins Internet zu stellen, mit voller Namensnennung, und dieses so lange zu machen, bis die aufgeben. Probieren Sie es mal aus. Ich mache mit Ihnen jede Wette, das klappt innerhalb eines Vierteljahres. Danke. Jetzt entschuldigen noch eine, Frau Mast, bitteschön. Ja. Ich habe mich kürzlich jetzt zu der Monsanto-Geschichte engagiert. Ja. Da sind ja über 2 Millionen Menschen auf die Straße gegangen gegen Monsanto. Und dann habe ich aber trotzdem so als NGO-Mitglied das Gefühl oder das Wissen, die Lobbyisten entscheiden, also beeinflussen die Gesetzgebung. Und das, ich meine, das wird ja immer breit diskutiert. Wir haben dann nicht die Macht. Das ist das Geld, was dann doch wieder auf Umwegen dazu führt, dass die Gesetze nicht in dem Sinne, sage ich mal, der Bürger entschieden werden. Da geht es um Patentierung von lebendigen Elementen und um Gentechnik. Genau. Und über Lobbyismus, da kommen wir nachher gleich noch drauf. Ein ganz wichtiger Punkt. Das finde ich ganz wichtig. Ich würde es jetzt gerne, wenn Sie damit einverstanden sind, weil jeder hat seine Ohnmachtserfahrung, Ihnen eigentlich sagen, im Bereich der Politik war er jetzt der Einzige, der einen Punkt gebracht hat. Was ziehe ich daraus an Folgerungen? Ich ziehe daraus Folgerungen, dass wir Ohnmachtsblicke oder Erfahrungen selber oder bei anderen in ganz unterschiedlichen Bereichen sehen. Ich will mal noch ein paar nennen. Gestern Abend ist die Frage der nicht befreiten Arbeit gekommen.
das ist eine extrem problematische Ohnmachtserfahrung. Übrigens eine, die man dann historisch ja versucht hat, mit Formen der Mitbestimmung und auch der sogenannten Wirtschaftsdemokratie, die jetzt auch gerade wieder auf dem Rückmarsch ist durch Globalisierung und Neoliberalismus, hiermit aufzufangen. Aber ich gehe mal noch in andere Bereiche rein. Wir haben gestern die Schule angesprochen. Und ich habe dann zum Johannes hinterher gesagt, warum bringen Sie denn nicht eigentlich die Situation von einem Kind bei Eltern, die sich nicht dessen bewusst sind, dass ihre Aufgabe die elterliche Verantwortung und die elterliche Sorge ist, sondern die noch in dem traditionellen, natürlich gesetzlich längst überwundenen Bereich der elterlichen Gewalt sich verhalten. Das heißt, hier ist die Ohnmächtigkeit eines Kindes auch gegenüber der Familie, die nicht funktioniert, enorm. Und dann natürlich der ganz klassische Bereich, ich erwähne das nur, weil es da noch eine neue Dimension gibt. Gehen Sie mal an ganz klassische Gewaltverhältnisse. Ein Mensch, der verurteilt wurde, im Gefängnis sitzt, der muss genau das tun, was andere sagen, der ist überhaupt nur fremdbestimmt. Das heißt, hier übt jemand Macht aus und die eigene Selbstbestimmung, die ist eigentlich gleich null. Das nehmen wir noch hin. Wir nehmen es aber leider zum Beispiel auch bei Menschen, die keine Dokumente haben. Das heißt, bei Asylbewerbern hin, dass die eingesperrt werden. Und Entschuldigung, aber das sind dann auch Dinge, die man sich anschauen muss, ob Macht und Ohnmacht, wenn man dieses Thema ernst meint. Und jetzt gehen wir noch einmal in den politischen Bereich rein. Politische Ohnmachtserfahrungen sehen Sie heute auch in den Zeitungen immer wieder. Das ist zu Zeiten von Apartheid, wenn da die weiße Polizei durch die schwarzen Viertel ging und es ist natürlich weder Willkür, Verbot noch Rechtsstaatlichkeit noch Möglichkeiten gab, sich zu wehren, totales Ausgeliefertsein, vollständige Ohnmacht. Vergleichbares haben Sie heute im Gazastreifen. Sie haben, wenn wir jetzt mal nochmal in einen ganz anderen Bereich reingehen, der Rolf und ich, wir haben vorher auch in der Antwort über Slums geredet. Wenn es meine größten Ohnmachtserfahrungen waren, die Slums von Nairobi und den von Mumbai, da haben Sie überhaupt keinen Schutz, Sie haben keinerlei Möglichkeit für Selbstbestimmung, Schmutz, Elend, Armut und Gewalt. Warum sage ich das? Ich sage das natürlich deshalb, weil Selbstbestimmung alleine ein wichtiger Punkt ist, aber längst nicht alles. Selbstbestimmung heißt, dass wir gleichzeitig etwas brauchen, was diese Selbstbestimmung schützt. Wir haben uns an sich darauf verständigt, das solle die Gemeinschaft sein, der Staat, ich komme da noch drauf, das hat aber was mit Macht zu tun. Hat das mit Macht zu tun? Die Frage ist nur mit welcher. Und der dritte Punkt ist natürlich auch das, diese Macht und diese Selbstbestimmung, die müssen an einem Inhalt ausgerichtet sein. Der Johannes ist gestern von Sachbestimmung ausgegangen. Was das ist, war ihm klar und ich habe es erfragt. Aber für mich jetzt so als Juristin kann dieses nur bedeuten, den Bezug zu Menschenrechten. Und zwar zu den Menschenrechten, nicht nur zu den Freiheitsrechten und nicht nur zu denen bei uns, sondern eben auch zu den sozialen, zu den wirtschaftlichen und zu den kulturellen Menschenrechten. Und dieses bedeutet, was wir brauchen, ist eine Schutzmacht, die Selbstbestimmung auf jeden Fall schützt, zu einem Optimum. Wir brauchen die Bindung von Selbstbestimmung und dieser Schutzmacht an den Menschenrechten und das alles muss so organisiert werden, dass ein Minimum an Ohnmacht rauskommt. Also das ist eigentlich die Aufgabe für die Organisation von Herrschaft, ganz kurz beschrieben. Und da ist natürlich so, dass wir da eine ganze Reihe, wenn ich mich jetzt auf den Bereich der Politik stürze, eine ganze Reihe von Bereichen von unserem Verständnis her vollständig ausschalten können. Also alles, was Herrschaft durch höhere Institutionen, Gott, Allah, Jahwe, wie auch immer, legitimiert, scheidet nach meinem Verständnis in diesem Bereich vollständig aus, weil es immer die Leute, die diese Auffassung nicht teilen, die da dann automatisch ausgeschieden werden, immer in totale Ohnmacht sind. Aber es sind ja auch kaum mehr solche reinen, unverfassten Gesellschaften denkbar, obwohl man manchmal in einigen Bereichen der Welt den Eindruck hat, sie nehmen sogar noch zu.
Auf der anderen Seite ist die ganze Frage der Legitimation und woher sie kommt bei uns auch noch nicht so lange entschieden. Ich bin ganz sicher, gerade wenn Sie jetzt wieder nach Berlin laufen, werden Sie am Reichstag sehen, dem deutschen Volk. Das steht am Reichstag dran. Das stammt, ist nach der Reichsgründung 1871, ist dieser Bau errichtet worden. Und der sollte bedeuten, dass hier die Legitimierung des damaligen Kaiserreiches eben von unten nach oben geht. Ich meine, das war keine Demokratie, wie wir wissen. Frauen durften nicht wählen, es gab ein Zensusstimmrecht. Das alles wissen Sie. Aber das Prinzip ist Ihnen auch klar. Das Interessante war, dass der Kaiser, der seine Legitimation von Gott her abgeleitet hat, niemals in seinem ganzen Leben nicht einen einzigen Fuß in dieses Gebäude gesetzt hat. Das heißt, da ist es wirklich zusammengebracht. Diese zwei Legitimationsschienen. Und wenn wir jetzt mal überlegen, woher kommt denn das eigentlich von der Legitimierung von unten, da sind wir natürlich sehr schnell bei so bekannten Namen wie Rousseau. Wir sind bei den Idealen der Menschenrechte, die ja natürlich an den Contrat social gebunden waren. Und wir sind dann im Zeitalter der Aufklärung auch bei Kant, zu dem es da noch relativ viel zu sagen gäbe. Aber das Problem ist natürlich, dass wir auch heute noch solche Herrschaftsformen im Einzelnen haben, die mehr das Ideal des Principe des Machiavelli haben, als eine gebundene Macht, eine an Menschenrechte gebundene Macht. Ich habe vorgestern mit Leuten aus Swasiland, da ist es zum Beispiel so, da haben sie noch einen Herrscher, dem gehört alles, der bestimmt alles, der entscheidet alles und der richtet auch nicht. Dufte Situation. Die Ohnmachtssituation, die die Leute hatten, die war mit Händen zu greifen. Viel wahrscheinlicher aber, und das sind die, die uns eigentlich die größeren Fragen aufwerfen, das sind die, die verfasste Gesellschaften haben. Das heißt, die davon ausgehen, sie haben einen Contrat social, und wenn sie in die Verfassungen reingucken als Grundlage dieser Gesellschaft oder auch der staatlichen Machtbeschreibung und damit auch der staatlichen Machtbindung, dann sieht es eigentlich von vornherein gar nicht so schlecht aus, weil wir ja wissen, Papier ist durchaus geduldet. Das Problem an der Geschichte ist, dass Sie heute auf Papier schreiben können oder erklären können eine ganze Menge. Das gilt übrigens nicht nur für Parteien, sondern auch für NGOs. Das, was Sie dann tun, das heißt, das, was Sie verdeckt tun, was da tatsächlich abläuft, ist das, was wir uns im Einzelnen anschauen müssen. Und ich erinnere nochmal, dass den Maßstab Selbstbestimmung, ich bin derjenige, der die volle Macht hat und ich gebe einen Teil ab. Und jetzt die Frage, in welcher Form. Da ist bei uns das Grundgesetz natürlich das, was wir eigentlich immer nach Hause tragen, wo wir uns plattfüßig draufstellen und wo wir uns mit jedem Punkt aufgerufen. Und das sieht ja auch ganz toll aus. Bindung an die Grund- und Menschenrechte, eine Zerteilung der Macht. Übrigens nicht nur jetzt an die drei horizontalen Gewalten, sondern auch die vertikalen Gewalten. Das heißt, die Trennung in Bund, Länder und Gemeinden hat ja auch einen starken, machtzerteilenden Effekt. Und das war ja natürlich ganz bewusst vorgenommen. Dann Kontrolle der Macht, einerseits durch die Gewalten selber, zum anderen durch unabhängige Gerichte, so weit wie möglich unabhängig. Und der dritte Punkt, die Besonderheit des Bundesverfassungsgerichts, wo wir uns ja gerade wieder herumtreiben und die manchmal ganz erstaunlich tolle Sachen vollbringen, hoffentlich auch bei uns. Dann auch die Öffentlichkeit, die ihren großen Wert hat. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie binden wir, wie bevollmächtigen wir eigentlich im Verhältnis jetzt von Staat zu Bürger diese Macht, dann ist das in der Tat alle 4 Jahre, das heißt, es ist eine zeitlich gebundene Macht. Anders als in England kann man damit auch nicht manipulieren. Das heißt, bei uns kann nicht die Regierung sagen, jetzt habe ich gerade die Unterstützung der Bevölkerung, jetzt mache ich Wahlen. Sondern bei uns ist das ganz klar eine zeitlich begrenzte, vorhersehbare Legislaturperiode. Und inhaltlich begrenzt ist jede Macht bei uns durch das Grundgesetz selber. Wobei der 79.3 als sogenannte Ewigkeitsklausel die tragenden Prinzipien alle beinhalten. Das Problem ist,
anders als bei dem, was ich vorher zur Vollmacht gesagt habe, ist eine Korrektur zwischen den Wahlen, eine Sachkorrektur zwischen den Wahlen auf Bundesebene bei uns nicht möglich. Das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel der Meinung bin seit langem, dass wir eine Volksgesetzgebung brauchen, weil wir mit dieser Volksgesetzgebung ein Instrument mehr haben, um inhaltlich Einfluss zu nehmen. Die Frage ist, wer nimmt denn eigentlich Einfluss? Und da sind wir jetzt bei der Frage der Lobby. Einfluss wird unglaublich auf die Regierung, auf die Beamten, auf die Abgeordneten, auf die Öffentlichkeit. Ganz wichtiger Faktor, die Öffentlichkeit. Und wer macht das? Das machen Leute, die Geld haben, die auch Öffentlichkeit kaufen können. Die Korruption spielt bei uns jetzt mal in der, im engeren Sinne des Wortes eigentlich keine so große Rolle. Das ist in anderen Ländern sehr stark. Bei uns sind es mehr indirekte Dinge, wie man an dem Abwandern von Politikern in die Industrie sehen kann, wo sie zum Teil das Zehnfache verdienen. Also der Eckhard von Kleten kriegt bestimmt zehnmal so viel, wie er jetzt als Kanzleramtsminister. Muss man einfach mal überlegen. Ich bin nicht dafür, dass wir mehr bekommen, aber ich will jetzt einfach den Wert der Lobby und des Einflusses mal hinlegen. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie bei uns Medienöffentlichkeit funktioniert, dann stellen Sie fest, dass dieses Geld keineswegs nur in jetzt einmal den großen politischen Apparat gesteckt wird, sondern er wird ganz deutlich in die öffentliche Beeinflussung gesteckt. Und das können Sie relativ schnell daran feststellen, wenn Sie sich eine bestimmte Zeitung herausnehmen und Sie sehen Anzeigenkunden und dann sehen Sie, wie da zum Beispiel im Wirtschaftsteil über welches Unternehmen und welchen Konzern berichtet wird. Und jetzt ist die Frage, der Vollmachtgeber sollte nicht diese Lobby sein, gar keine Frage, sondern der Vollmachtgeber sind nach dem Rousseauschen Gesellschaftsvertrag, den wir anhängen, die Bürgerinnen und Bürger. Und meine Begründung für eine Volksgesetzgebung, übrigens auch für ein Korrekturreferendum, solange es von unten nach oben läuft, das ist allerdings sehr wichtig, mit einigen zusätzlichen noch Kautelen, ist genau der Grund, dass man ein weiteres Instrument hat, um tatsächlich diesen Einfluss vorzunehmen. Das Problem ist nicht, dass wir als einzelne Bürger nach unserer Verfassung Einflussmöglichkeit nicht hätten. Ich teile übrigens die gestrige Auffassung von Petitionen oder von Sammelpetitionen, dass das gar nicht bringt, überhaupt nichts. Sondern es sind alleine in der Zeit, die ich also seit Anfang des Jahrtausends mitgesehen habe durch Sammelpetitionen, mindestens 10 unterschiedliche Gesetzgebungsverfahren im Bundestag in Gang gesetzt worden. Das heißt, das sollte man nicht ausschließen, sondern man sollte es auch zusätzlich nutzen. Und auf der anderen Seite darf man sich bitte von einem Korrekturinstrument Volksgesetzgebung bitte nicht das alleinige Heil versprechen, sondern das ist ein Instrument, aber sagen wir mal, es hat ein paar Nachteile, wie Sie an Stuttgart 21 sehen können, und Sie können es auch an der Asylreferendum in der Schweiz vom letzten Sonntag sehen. Und das war nicht das erste, wenn Sie das Minarett-Referendum angucken, dann sind es schon gefahren. Wovon hängt es ab? Es hängt davon ab, wie aktiv diejenigen sind, die es betreiben, wie aktiv jetzt die Sachbestimmung, um jetzt wieder mit Ihnen zu reden, derer ist, die es betreiben, ob die menschenrechtsorientiert sind oder nicht. Es gibt keinen Zwang dazu, menschenrechtsorientiert zu sein. Es gibt aber viel Geld und sehr viel Interessen, die natürlich dieses Instrument auch benutzen können. Der Punkt ist, weshalb man auch sehr sorgfältig angucken muss, wie dann die Kautelen aussehen, ist, dass wir mit der Berlusconisierung auch unsere Erfahrung haben. Das heißt, hier wird man sehr vieles erreichen können, aber man muss sicherstellen, dass man weiß, was man will, dass man weiß, in welche Richtung es gehen soll und dass es emanzipatorisch ist. Das sind Dinge, sonst wird, glaube ich, die Ohnmacht noch größer, weil jetzt stellen Sie sich einmal vor, wie wir uns alle fühlen würden, wenn also Stuttgart 21 bundesweit in Bezug auf wirklich Atomkraftwerke durchgegangen wäre. Das war nur nicht so, weil es da einfach da ist erfüllt worden, was wir eigentlich alle wollten, jedenfalls wir, die wir das betrieben haben, völlig aktiv klar mit der Begründung und die Richtung, das war vollständig klar. Aber in Stuttgart 21 lief es nicht so.
Und das sind Dinge, die man sich vor Augen führen muss. Das heißt, da kann man nur sagen, in diesen Bereichen geht der Kampf weiter. Sonst wird die Ohnmacht noch größer, weil den Stuttgarter Gegnern von Stuttgart 21 sagt man, was wollt ihr denn eigentlich? Jetzt hat doch das Volk entschieden. Ich meine, dass wir uns jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ich habe 1969 gehörte ich da zu denen. Sie wissen, Baden-Württemberg hat in der Kommunalverfassung einen Bürgerentscheid seit 1952, also mit Beginn des Jahres 1953 in Kraft gesetzt. Und in Tübingen gab es folgende Situation, da kreuzt sich B27 und B28 zwei ganz wichtige Straßen. Und die damalige Stadtverwaltung hat mit Unterstützung aller Parteien und Gruppierungen, einschließlich der Freien, die damals auch keine Partei waren, sondern ein Bürgerbündnis, einstimmig beschlossen, dass man die B28 unmittelbar an der Altstadt vorbeiführt. Das hat nur den Jungen aus vielen Parteien außer den Konservativen höchst missfallen und wir haben da mal reingeguckt, was können wir machen und angefangen zu organisieren, wie sie jetzt, fand ich klasse, und haben das Ding umgedreht. Das Pikante in der Geschichte war, die Verwaltungsspitze der Oberbürgermeister war mein Vater. Und Sie können sich vorstellen, da gab es ein halbes Jahr lang Diskussionen, nachdem die Schweigezeit überwunden war. Allerdings hinterher waren dann alle todglücklich darüber, einfach deswegen, weil es eine sinnvolle Korrekturentscheidung war. Nur, es hängt davon ab, in welcher Ausrichtung Sie das machen. Und man darf sich bitte nicht, sagen wir mal, einbilden, es sei weniger mühsam, als die Möglichkeiten zur Ohnmachtsüberwindung oder Ohnmachtsbegrenzung, die uns das Grundgesetz heute bietet. Es ist mindestens so mühsam. Gerade dann, wenn Sie nicht nur Professionelle haben, die Ihnen sagen, was Sie tun sollen, sondern wenn das, was die Sarah, wie ich finde, anhand dieses Plexiglas-Kubus da sehr deutlich gesagt hat, wenn das funktionieren soll, nämlich dass es mit Eigeninitiative mitlaufen muss, sonst geht es überhaupt nicht. Also dieses ist ein Punkt, der ist mir deswegen relativ wichtig, weil wir halt heute sehen, dass in der berechtigten Distanz zu einigen Politikern, zu manchem, was man im Parteienwesen sieht, da kommt so eine modische, ja verächtliche Distanz dazu, die meiner Ansicht nach aus einer Mischung aus Missverständnis von Demokratie und Bequemlichkeit und ich amüsiere mich zu Tode, weil ich mich nicht informieren will, sondern es muss mir alles Mund auf, reingesteckt, mundfertig vorgegeben werden, der hier existiert. Da gibt es einen wunderschönen Satz, ich glaube, den hat Heinemann gesagt mal, fand ich ganz prima, der hat gesagt, Demokratie bedeutet nicht, mein Wille geschehe und das schnell. Sondern die Ausrichtung an den Menschenrechten, die muss stehen, weil sonst der Grundkompass nicht stimmt. Aber alles andere muss organisiert werden. Und das ist unglaublich schwierig, das ist sehr mühsam und es widerspricht so ein bisschen dem Zeitgeist, der tatsächlich die Leute, weiß nicht, ob das bewusst ist oder nicht, durch Amüsement einwirkt. Ich will jetzt aber mal das Verhältnis zwischen Macht als Herrschaft und Verhältnis zum Bürger noch überlassen, einfach deswegen, weil ich zwei Faktoren für zusätzliche Ohnmachtserfahrungen sehr deutlich ausmache. Die eine ist in der Tat die jetzige Struktur von Europa, da wird der Gerald natürlich nachher auch noch was dazu sagen, aber das kommt daher, dass Sie hier die Möglichkeiten der Bevollmächtigung, und zwar der Einzelbevollmächtigung oder der Korrektur, noch viel weniger haben, weitaus viel weniger haben, als bei uns im Grundgesetz. Das ist das eine. Und das zweite ist die Verbindung mit der neoliberalen Wirtschaftspolitik, die ich als zweiten Faktor nennen will, und diese Kombination zwischen beiden, die halte ich für besonders tödlich. Schauen Sie, wenn Sie heute mal sich ins Internet begeben und heute mal nachschauen, was zum Beispiel der Wirtschaft- und Finanzrat, der EU-Wirtschafts- und Finanzminister in Bezug auf die notwendigen Arbeitsmarktreformen in der Europäischen Union sagt. Da stehen nicht nur mir, sondern auch Ihnen die Haare zu Berge. Dagegen ist Hartz IV ein freundliches Kuschelrezept.
weil nämlich da drinsteht, Gewerkschaften müssen weg, Mindestlohn muss weg, ob tariflich oder gesetzlich. Die arbeitsrechtlichen Bestimmungen müssen sehr deutlich heruntergefahren werden. Und selbstverständlich werden Kündigungsschutz, Leiharbeit und solche Dinge viel weiter reduziert. Und dass das keine, sagen wir mal, keine Bedeutungslosigkeit hat, das können Sie daran ersehen, dass jetzt im Zuge der sogenannten Euro-Rettung, der Rettungsschirm, oder das, was die Europäische Zentralbank macht in den Ländern, wo sie diese Gewalt haben, genauso läuft. Das Ergebnis ist, da kommt die Troika und erzählt den Leuten erstmal, also die Renten werden halbiert, die Stipendien werden gestrichen, die Tarife werden außer Kraft gesetzt, die Steuern werden, die Gebühren werden erhöht und die Sozialleistungen für Kinder, für Familien, für Wohngeld, es fällt alles weg. Also diese Politik, was macht die denn? Die ist nicht nur unsozial und steht deswegen mit dem, was ich jetzt als Kopfhals beschrieben habe und was eigentlich in der Europäischen Union als inhaltliche Ausrichtung, nämlich Grundwerte und Menschenrechte, niedergelegt in der Europäischen Grundrechtecharta und der Europäischen Sozialcharta, steht in völligem Widerspruch. Sondern sie greift auch in die Kontroll- und Gestaltungsrechte ein, die wir haben. Das heißt, das Europäische Parlament haben wir da noch nicht. Und die nationalen Parlamente, zunächst von denen, die betroffen sind, aber das wird auch einen Spillover-Effekt haben, zu uns sind, das ist nur eine Frage der Zeit, da wird es weggenommen. Das ist einer der Gründe, weshalb also ich mich sehr gerne auch bei der Verfassungsbeschwerde engagiert habe und hoffe, dass diese Architektur dieses wegbrechenden demokratischen Pfeilers in Europa nicht nur aufgehalten werden kann, sondern der Anstoß ist für eine weitere Demokratiebewegung in Europa, weil ich sonst das Projekt Europa überhaupt nicht in Zukunft sicher sehe. Das ist meiner Ansicht nach in großer Gefahr. Das Problem an der Geschichte ist nur, ich habe den Eindruck, und das ist das, was der Johannes wahrscheinlich gestern auch gemeint hat, dass in vielen Köpfen dieses neoliberale Denken bei uns auch noch drin ist. Die Freiheit eben darin sieht, dass ich in den nächsten Supermarkt gehen kann und Fernsehen anmachen und Privatfernsehen, weil ich dafür nichts bezahlen muss, und diesen Schrott betrachte ich dann als Information. Das ist natürlich eine der ganz großen Gefahren, weil das so süffig ist in manchen Bereichen. Und mein Problem ist, wie gehen wir eigentlich daran ran? Weil das beschränkt sich nicht nur auf Europa, sondern ich habe vorher von den Slums in Mumbai oder auch in Kenia gesprochen, im Zuge der Globalisierung überzieht das ja die ganze Welt. Ich habe deswegen den Eindruck, es ist gut, dass man die Volksentscheids- oder Volksgesetzgebungskorrektur nicht nur national sieht. Wir haben gesehen bei dem ESM und beim Fiskalpakt, dass das Europäische Parlament so schwach ist, dass die noch nicht mal bei dem europarechtlichen Teil einen Konvent einberufen haben. Das heißt, das normale Verfahren, das wir mit großer Mühe in den Lissabonner Vertrag reingehieft haben, sondern sie haben das sogenannte vereinfachte Verfahren gewählt, das heißt, da werden die informiert und dürfen Ja oder Ja sagen. Und das Problem an der Geschichte ist, dass wenn das so weitergeht, dann läuft das natürlich alles in die falsche Richtung. Es gibt Hoffnung. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Und zwar einfach deshalb, weil Gruppen wie Ihre heute ja in vielen Ländern wirklich auch anfangen, darüber nachzudenken, welche Korrekturmechanismen können wir finden. In Österreich ist das so, das haben wir schon gehört, in der Schweiz auch, und zwar gerade auch, im Anschluss an den letzten Sonntag, Andi Groß wird euch da eine ganze Menge erzählen über diese Dinge, die fangen jetzt auch an zu rudern, und das ist gut. Und es sind natürlich nicht nur in den eigentlichen europäischen Kernländern und auch in Italien sind Gegenbewegungen spürbar. Aber ich habe den Eindruck, die müssen auch auf europäischer Ebene sehr deutlich aufgefangen werden. Und ich glaube, dass deshalb der Weg über die Europäische Bürgerinitiative, die es gibt und der ja sehr erfolgreich ist in großen Teilen, dass der auch führen muss über eine Bürgerinitiative Einberufung eines Konvents und damit dann eben auch ein europäischer Volksentscheid bzw. europäische Volksgesetzgebung. Das hätte auch noch den Vorzug, dass bei uns in der Bundesrepublik in Bezug auf Europa
die Regierungen sich nicht hintereinander verstecken können. Weil es ist ihnen sicher schon aufgefallen, alles Übel kommt aus Europa, wenn sie die Minister hören. Und man tut so, wenn man merkt, dass die eigene Wahlbevölkerung da nicht begeistert Hurra schreit, als hätte man gar nichts damit zu tun. Dabei passiert in Brüssel nichts, dem nicht die Bundesrepublik zugestimmt hat. Und das neueste Beispiel können Sie jetzt wieder sehen. An dem gestern Abend habe ich gehört, jetzt haben Sie tatsächlich den Beschluss gefasst, die Handelsminister, also der Rat, das sind die Exekutiven der Länder, der Mitgliedstaaten, dass sie in Freihandelsverhandlungen mit den Amerikanern eintreten. Und zwar in allen Bereichen. Und das heißt, das ist das der Punkt, den Sie sagen, dass das nach Auffassung der Neoliberalen in Brüssel und der Amerikaner eigentlich darin enden soll, dass man Wasser privatisiert, Bürgerinitiative Wasser, nur nochmal erwähnen, dass die Datenschutzbestimmungen, da ist der Streit um die europäische Datenschutzgrundverordnung im Moment im Europäischen Parlament, oder andere Bereiche bis hin zur Gentechnik, dass das à la Amerikanern läuft. Weil das nicht jetzt national amerikanisch ist, sondern in die neoliberale Richtung geht. Sollte dieses passieren, ohne dass wir rechtzeitig anfangen, Gegenkräfte zu mobilisieren, dann glaube ich, wird die Ohnmacht noch größer. Ich will das nicht. Und ich bin deswegen, finde es gut, dass Sie jetzt vor den Wahlen oder auch bei allen Landtagswahlen die einzelnen Kandidaten holen und mit denen das besprechen. Meine Bitte ist, dass wir die europäischen Bürgerinitiativen und auch die europäische Volksgesetzgebung und auch die Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus nicht ganz vergessen. Weil ich glaube, das wird relativ zentral. Sonst holt uns der Begriff, wie nennt die Frau Merkel das so nett, da gehe ich immer auf die Palme, wenn ich das höre, die marktkonforme Demokratie, eine Perversität, das muss man sich mal überlegen, sonst holt uns die ein. Ist nicht nötig, können wir verhindern, müssen wir verhindern. Das ist das, was ich sagen möchte. Vielen Dank.